Im heutigen Replay sehen wir den T-10, den russischen schweren Panzer, den ich auch schon lange nicht mehr gezeigt habe. Ich glaube sogar, es war noch das letzte Mal, ich will nichts sagen, aber zumindest als T-10 habe ich ihn nicht oft gezeigt, auf jeden Fall in seiner IS-Bezeichnung. Da kannten ihn noch einige. Ist aber ein sehr guter Panzer, den ich selber sehr geschätzt habe, weil er einfach so mobil ist, eine gute Kanone hat. Na gut, vom Thema Schadens abhalten, da gab es noch Bedarf. Aber ansonsten muss man sagen, hat man hier so einen netten Hybriden zwischen Medium und Heavy. Hat man auch hier jetzt gut an der Geschwindigkeit gesehen, mit 45 km/h fahrt er da entlang. Das ist wirklich flink. Und wenn man jetzt auch nochmal ganz kurz das Thema Kanone mal anschaut. Wir haben 258 Durchschlag mit 440 Schaden. Und wenn es nicht langt, dann hat man 340 Durchschlag mit Premium-Munition. Also das ist schon aller Ehren wert. Potenzial ist auf jeden Fall da für Damage. Und hier haben wir schon mal ein paar Opfer. Oh, da zwei Stück und an beiden semmelt er so gesehen vorbei. Ich wäre aber auch auf den IS-3 gegangen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber jetzt klappt's mit dem IS. Da geht der Hit schön rein ins Ziel. Nachgeladen hat er. Aber jetzt kommt er leider nicht mehr drauf. Jetzt vielleicht auf den Jagdtiger. Das ist, glaube ich, wohl... Na, er geht wieder auf den IS. Nicht so ein leichter Schuss, aber der IS zählt sich noch ein bisschen zurück. Und dadurch hat er die Möglichkeit, drauf zu schießen. Und kriegt nochmal den nächsten Treffer rein. Ideal. Und jetzt will er wohl... Nee, Jagdtiger, ja, nein, vielleicht. Man weiß es nicht so ganz. Sollte rankommen. Yep. Und da macht er seinen ersten Killshot. Schön gemacht. Und jetzt hier der KV-4. Auch da kommt er super drauf. Aber das ist natürlich mit dem Durchschlag alles gar nicht so schwierig. Hier. Er kann wirklich super wirken. Er hat hier nicht viele, die auf ihn schießen. Das ist natürlich sehr förderlich für eine gute Runde. Man sieht, die Gegner achten immer genau auf einen anderen Gegner. Bis auf den IS-3 hat sich bisher keiner wirklich für ihn interessiert. Und so soll das sein. So macht es auch Spaß. Ah, da ist die Kette weg. Hat lange Zeit, bis er wieder repariert hat. Und jetzt leider nicht den Kill bekommen, aber auch nochmal schön den Schaden angebracht. Ist bei zwei Kills. Oh, und da hat die Su ihn Gott sei Dank auch nur gekettet. Aber in dem Fall eine Su-152, die muss auch erstmal durch den IS durchkommen. Durch den T-10, Entschuldigung, hoppala. Da ist mir der alte Begriff so rausgerutscht. Ich bin es halt noch gewohnt, dass er IS-8 heißt und nicht T-10. Und jetzt 7:6 ist aktuell der Stand. Das schaut sehr gut aus, aber man sieht, der Gegner ist schon fast durch bei der Basis. Da ist jetzt die Su. Einaimen und zack. Die Schellen sind halt super. Also der Alpha ist wirklich gut. Man kann mit dem wirklich was anfangen. Die Kanone ist wirklich brauchbar. Und ja, ich habe wirklich oft gesagt. Das ist mir durchaus bewusst. Und jetzt geht es auf jeden Fall wieder zurück, da die Basis zu verteidigen.
Na, was ist mit dem WZ? Auch da fast jeder Schuss ein Treffer, also wirklich die Zielgenauigkeit definitiv ordentlich bei ihm hier. Ja, aber gerade nicht so, dass er wirken kann. Gerade da hinten ist noch einiges Schlimmes. Also gerade die Lorraine, dann Foch ist da zuletzt gespottet. Das sind zwei sehr unangenehme Panzer. Der WZ, der geht eigentlich. Aber da ist die Lorraine, aber die hat auch Gott sei Dank nicht mehr viel. Ja, und auch hier kommt der Schuss im Ziel an. Und hier der WZ haut ihm jetzt auch nochmal eine rein, aber stört ihn eher sekundär. Vielleicht jetzt auf den WZ. Ah, da hat er das bisschen verschlafen. Da hätte er eigentlich ja schon viel früher mal drauf schießen können. Der Jagdpanther und der AT-7 noch gar nicht gespottet. Die werden wahrscheinlich, oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass die auf B1, B2 stehen. Ja, in der Tat, Jagdpanther ist da offen. Und hier kommt er im Ziel an. Und der AT-7 steht da auf C1. Aktuell ist der Gegner in Führung und hat auch meines Erachtens so gesehen die bessere Map-Control, weil die einfach auf der Einzellinie entlang schön stehen und da aus dem Hinterhalt agieren können. Das kann er jetzt hier mit seinem Team nicht so, aber er hat dafür noch einen schönen HP-Vorteil. Ist noch rappelvoll. Und jetzt muss mal der WZ dran glauben. Oh, prallt hier ab, aber Gott sei Dank der Jagdpanther an ihm auch. Deswegen fährt er jetzt da weiter vor. Da ist jetzt auch Foch offen. Und jetzt trifft er. Jetzt trifft aber auch das Foch. Und hier der Fahrer ist wieder einsatzbereit. Den nimmt er raus. Foch prallt ab. Sehr gut, sehr wichtig. Und jetzt, Foch wird rausgenommen. Auch das war jetzt notwendig, weil sonst hätte es wirklich Probleme gekommen. Noch ein Hit mehr, wären wieder 400 HP weniger und dann hätte er den One-Shot hier dargestellt. AT-7 rechts neben ihm. Jagdpanther kommt da durch. Er jetzt auch. Und er schreibt auch, er hat keinen Fahrer mehr. Der Fahrer, der hat sich jetzt schon in den Feierabend verdünnisiert. Also jetzt ist die Mobilität weg. Aufgrund dessen, dass er keine normalen Schüsse mehr hat, schießt er jetzt mit Premium, aber würde ich zu dem jetzigen Zeitpunkt definitiv so oder so auch ebenfalls machen. Der Jagdpanther prallt da ab. Und jetzt hat er dem auch nochmal eine reinsemmeln können. Jetzt kommt sein Team hier auch langsam rum. Und er macht hier gerade wirklich eine Bombenleistung, kann man nicht anders sagen. Jetzt ist der Jagdpanther weg und lediglich der AT-7 noch hier. Und der sollte jetzt für die drei Jungs gar kein Problem mehr werden. Und ist es auch nicht. Und am Ende hat er 7728 Damage gemacht, hat 2000 geblockt und 1400 unterstützt. War eine sehr geile Runde mit einem wirklich guten Ende für ihn und sein Team. Also von dem her, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.